Moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Livestream, wollte ich sagen. Nein. ja, zu einem weiteren Video von mir, Ivanko, heute mal wieder zu Minecraft Server 2. Dabei ist wie immer der Fritz noch Schichenko. Moin Moin. Moin Moin. Und moin Moin auch bei mir. Ja, wir haben vieles verändert hier. Wir haben Naja, ein jetzt bisschen was. ein bisschen was, na klar. Das ist vieles gewesen. Genau. Wir zeigen euch jetzt erstmal, was wir alles offscreen gemacht haben. Wir sind hier bei uns erstmal in unserem Gemeinschaftsraum, Konferenzraum, kann man sagen. Ja, und ich würde sagen, ja, sehen hier das erste Villager-Dorf, was ja schon eine Weile fertig ist. Wir haben auch nur einen Villager von drei. Der hängt da fest im Baum, Benny. Jetzt nicht mehr. Gut. Ja, jetzt hast du ihn geschlagen. Naja. das ist... Ach, wolltest du traden oder was? Nee, das Problem ist halt, ich kann ja wahrscheinlich teurer werden. Also gut, Entschuldigung, wusste ich nicht. So. Genau. Hier ist unser zweites Villager-Dorf. Wir haben auch ein Schweinchen drin. Zwei Schweinchen. Lass mal eingesperrt. Lass ihn da drin. Lass ihn da drin. Oder auch nicht. Genau. Ja, hier ist unser zweites Villager-Dorf. Kommst du da, Baby? Hier ist Schon unser da. Bahnhof, allem drum und dran, ne? Und ja, hier hinten ist noch ein bisschen Platz. Hier wird noch was Kleines gebaut dann. Was das werden wir euch noch nicht verraten. Genau. Ja. Dann gehen wir mal zu mir nach Hause. Da hat sich jetzt auch endlich mal vieles getan. Und Ich hab dir zwar. natürlich den Vortritt. Genau. Und zwar einmal unten. Ja, ich habe jetzt Trennstufen und habe Teppich gelegt. Habe ja, mehrere Ofen mir hingestellt jetzt. Habe die Scheiben hier noch gesetzt an die Wände. Habe hier auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten für mich und Benny gebaut. Einen Webstuhl habe ich, eine Kreissäge, Räucherofen und einen Schmelzofen. Unten hat Ich sich. sitze. Wo ist mein Kuchen? Sehe ich nicht. Du. Keine Ahnung. Muss ich doch Fleisch essen. Ja, unten hat sich nichts verändert. Wir können mal kurz hochgehen. Da hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Hier habe ich jetzt auch noch eine Trittstufe. Genau. Auch Teppich So wie an ausgelegt jeder hier. Tür. Genau. Auch Teppich ausgelegt. Dies, das und jenes. Nach draußen auch nochmal ja, ein paar Sitzmöglichkeiten und oben auf dem Dache. Habe ich vergessen, was ich da gebaut habe. Ja, auch nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten. Also egal wie bei Wind und Wetter. Man kann sich überall hinsetzen bei mir. So, genau. Damit ist jetzt mein Haus dann eigentlich auch fertig gebaut. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein Rüstungsständer, den ich dann irgendwann mal ja, baue oder bauen lassen werde. So, wenn. Na dann, geh du mal vor. Jetzt zeigst du es. Andere Villager-Dorf und ja, deine Wohnung. Also, ja, wir haben halt noch ein drittes. Ach so, ja. Wir haben halt noch ein drittes. Ich wundere, warum die Türen hier offen sind. Das ist, weil wir Villager gesucht haben. Die Genau. waren dann doch nicht mehr da. Und darin sieht man halt, ob die Villager da sind oder nicht. Ist noch klein, aber fein. Genau, wie gesagt, hier ist unser ja, Verzauberungshaus, kann man sagen. Und ich Genau. schätze dir. Da hat sich jetzt nicht großartig viel getan. Aber ein bisschen was. Ja, ich bin noch dabei. Es ist mir heute erst in den Sinn gekommen, hier alles aus Kupfer zu machen. Vor allem, man kann es nicht mehr so schnell abbauen. Nur mit der Spitzhacke. Genau. Und Teppich das. werde ich hier auch noch legen. So einen schönen Gang hier hinter. Hier so ein bisschen noch ein Tee, so ähnliche Art. Hier werde ich auch noch habe ich schon die Treppen ersetzt. Achso. Und hier werde ich noch die Treppen ersetzen. Okay, sehr schön. Oben hat sich rein gar nichts geändert. Nicht schlecht aus. So, und jetzt zeigen wir eigentlich das, was auf alle jetzt gewartet haben, das Endprodukt. Ja. Und fertig, renn dich vor. Warte, warte, warte. Wir gehen zusammen runter. Es wird krass, oder? Komm, wir gehen runter. Erstmal hier ist erstmal der Vorraum, den habe ich noch ausgekleidet. Wie ihr seht, und jetzt Ich guck weg. festhalten. Ich gucke auch noch weg. So, auf drei drehen wir uns um. Eins, zwei Zwei. und drei. Das ist unsere Also. Motherfucking Farm geworden jetzt, ey. Wir haben ja, ich habe es mal ein bisschen so gemacht, dass wenn man hier so reinkommt, dass man hier einen kleinen Größenunterschied immer erkennt. So Kartoffeln, danach kommt immer so die rote Beete. Dann hier hinter sieht man die Karotten. Einen Haufen Weizen. Genau, dass wir Brot backen können. Kürbisse und Melonen. Und Zuckerrohr. Wir haben uns dann jetzt noch entschieden, hier noch ein bisschen weiter zu erweitern. Genau, Und zwar hier Schluss. Nee, hier Schluss. genau, wir haben jetzt noch 1, 2, 3 und 4, ja, sind wir noch Ja. eingegangen. Und dann so, dass wir hier hinten komplett einmal nach ganz hinten latschen können. Genau.
Ja, das Lager haben wir auch verändert. Vorher hatten wir hier die Holzstammwand gehabt. Die haben wir jetzt Genau. umgeändert als Zaun, wie auf der Seite. Und die Truhen sind mittlerweile auch alle beschriftet, hier mit Melonen, Melonen, Ja, die, Samen. die noch nicht beschriftet sind, die tun wir dann separat beschriften, je Genau. nachdem, was dann reinkommt. Genau. Aber Ja. hier schon mal ein paar Suppen. Ein paar ist gut. Die Kiste ist fast voll mit Suppen. Ein bisschen Weizen, nicht viel, aber kommt noch alles. Weizensamen. Oh, davon haben wir schon genug. Ja, Kartoffeln und Kartoffeln. Die werden wir dann auch noch irgendwann mal durchbraten. Karotten drin oben. Zuckerrohr. Rote Beete ist noch nicht. Rote Beete Samen haben wir ein paar. Na, Kürbis haben wir rote auch Beete genug. ist jetzt alles hier bei den Suppen drin. Also Achso. alles schon verarbeitet in den Suppen. Das ist Genau. rote Beete-Suppe. Genau. Ja, wir haben uns hier auch unsere Werkbank hier stehen lassen. Ja, falls wir hier unten mal schnell was craften müssen. Genau. Und Sei es jetzt hier, ein wie Brot gesagt, oder. ist unser kleiner Mülleimer noch. Aber Genau. Macht man einfach so. Fertig ist. demnächst kommt ja eine große Mülldeponie, die wir dann irgendwann dann mal bauen Genau. werden. Demnächst, ne? Genau, Benny So zeigt kann man euch auch jetzt auch nicht schon. reinfallen. Genau. Es ist extra so gemacht. Genau. Wir könnten jetzt hier zwar auch noch Zäune oben draufsetzen, also zum Beispiel so. So. Oh, das andere sah besser aus, fand ich. Genau. So, wieder ab hier. Schön. Perfekt. Genau. Ja. Jetzt haben wir euch erst erstmal gezeigt hier, was wir ja, uns alles hier oft genug fertig gemacht haben. Also ihr könnt euch sagen, insgesamt das Bauprojekt hier nur allein hier drinne hat 4 Stunden lang gedauert. Ja. Mit Vorbereitung, Was ist eigentlich Videoaufnahme hier und mit dem nach. restlichen Stein? Willst du das noch ersetzen hier durch den Achso, Netherziegel? ja. Werden wir auch noch machen. Werden wir auch noch machen. Aber ich glaube, die Netherziegel, Genau. die ich jetzt habe, die reichen, glaube ich, nicht mal dafür. Ja, aber das geht ja schnell. Genau. Wie gesagt, Junge, hier haben wir schnell. auch noch alles mit Netherziegeln hier ausgestattet. Finde ich ganz cool. Genau. Bis hier oben, dann ist alles Holz, außer Genau. der Boden. Ja, aber. Wir können aber auch Netherziegeltreppen, glaube ich, bauen. Aber ich muss aber sagen, ich finde das so als Kontrast echt geil, muss ich sagen. Ich würde es so lassen. Ja. Also, ich finde das gar nicht schlecht. Also, abgesehen, du möchtest haben, aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, das ist ganz cool. Genau. Ja. Was wollten wir oder was wollen wir noch in dieser Folge machen? Und zwar wollen wir das ganze Territorium um ein großes Stück erweitern. Wir Deswegen hier die haben, ganzen Zäune. genau, wir haben Zäune und Fackeln schon vorbereitet, dass wir einen neuen Zaun legen können und ausleuchten können gleich. Genau. Ja. Also Schweine sind noch nicht mehr dazu gekommen und Hühnchen auch noch nicht, weil wir noch nicht dazu gekommen sind zu erweitern. Ah, das werden wir auch mal machen. Irgendwann dann. Wenn wir im nächsten Video mal mit in Anspruch nehmen, Benny. Ja, ich laufe einmal hier durch. Ich habe gleich zweimal 16 Stück und einmal 4. Hütchen! Geil. So, komm, Benni, wir werden mal schnell schlafen gehen. Darf ich heute mal bei dir übernachten? Ja, einen ganz kleinen Moment. Ich tue das schlecht, die Eier loswerden. Da können auch Hühnchen rausploppen. Ah, so. Wusste ich auch noch nicht. Genau. So, wenn wir schlafen gehen, dann werden wir das Territorium vergrößern. Ja, große Stücke. Guten So. Morgen. Guten So. Morgen, guten Morgen. Und So. Aber ich will heute dann. mal was zu anderes zu essen mitnehmen. Nicht nur immer Steak. Was nehmen wir denn heute mit? Ich hab mal Hier. Bock auf Äpfel. Dir los, Alter. Ich hab mal Bock auf Äpfel. Naja, dann nimm den Äpfel. So. So, dann packe ich mir noch schnell meinen Bogen ein. Mach das. Ein paar Pfeile, man weiß ja nie. Das stimmt. Genau, hier ist ja die Bahnstrecke in das eine Villagerdorf, wo allerdings schon alle Villager raus sind. Und wir wollen dieses Mal, wenn wir erweitern, eben halt den See mitnehmen, dass wir dann angeln können, weil wir dann hier mit dem See auch noch ein paar Bauprojekte vorhaben. Ja. Ist ja richtig gewesen, ne? Das Schöne ist, wir haben dann ein Stück Wüste, also das heißt, wir haben auch genug Sand, um Glas Ja. zu schmelzen und um andere schöne, tolle Sachen zu machen. Ja, ich würde Keine Ahnung, wo du sagen, gerade bist. Ach da. ich bin hier Gefunden. hinten. Genau. Ah, hast du dich schon durchgebaut, oder? Ja, und wir ziehen jetzt einfach einen neuen Zaun und ich würde mal sagen, ja, ich werde den Zaun einfach mal hier hinten beginnen. Entweder, Benny, du fängst von der anderen Seite an, wenn du es möchtest. Also hier die Zugstrecke, die führt natürlich zum anderen Dorf. Genau, aber die So lassen wir etwas auch. weiter weg, ja? Genau, aber die lassen wir dann auch da und dann, ja. Das bin ich mir überlegen, Willst wo. du beginnen? Mal so gefragt. Ich bin überlegen, dass ich hier beginne. Ja, ich werde hier beginnen. Gucke mal, siehst du mich hier Ja, oben? ich sehe dich. Wir orientieren uns jetzt an den hier, ja?
Und wenn du da drüben jetzt ziehen tust, ein ganzes Stücke, ne? Ja. Da hinten kommt ja auch noch die Bahntrasse. Und aber die ist jetzt eingeholzt, ne? Hast du bestimmt Ja. schon gesehen, die habe ich damals eingeholzt. Da kannst du weit wirklich noch ein gutes Stück weiter hinausgehen. Wir werden das jetzt wirklich großflächig erweitern jetzt. Dass wir dann jetzt erstmal in der nächsten Zeit dann das erstmal nicht erweitern müssen, weißt du? Ach du, und wenn wir arbeiten müssen, ist es ja relativ egal. Ja, aber ja gut, das sowieso, aber du weißt schon, wie ich das Ja. hoffentlich meine. Falls euch fragt jetzt, du musst es wahrscheinlich nicht hören, Benni, aber wahrscheinlich bei mir in der Aufnahme. Wenn jetzt irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist jetzt mein Fenster. Es ist stürmisch heute draußen. Ja, heute ist wirklich stürmisch. Und weil ich ja Schrägdach habe, also eine Habe ich ja auch. Dachgeschosswohnung habe, schlägt das hier ja gewaltig ran. Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Hier kannst du gar keinen Zaun verbinden hier. Ich mach das schon. Ja, wie den Kack Sand hier, Alter. Aua, aua, aua. Kotzen. Bin ich gerade runtergefallen wegen dem Zaun. Wegen dem Sand hier. Sand geht hier echt nicht auf den Pisser, da. So. Ja, der Sandberg hat einfach nachgegeben gerade. Ja, bei mir auch. Dachte ich mir auch so. Na, danke schön. So, warte mal. Hier ist meine Zaunmarkierung. Und So. schon wieder. So. Ja, dann werden wir jetzt hier wieder erweitern. Ist das Sandloch? Das Sandloch. Uhahaha. So, genau, und dann werden wir jetzt dann nach der Folge, wenn wir das ja alles geschafft haben, hier mit dem Einziehen, offscreen neues Villager-Dorf suchen Genau. und euch das dann in der nächsten Folge dann präsentieren, wie ja, unser neues Villager-Dorf dann, ja, oder ja, wie das neue Villager-Dorf aussieht, kann man sagen, oder? Ja. Wir werden euch da mal zeigen, wie das funktioniert, eben halt. Ich weiß gar nicht, haben wir schon gezeigt? Ich glaube schon. Wie man Auf jeden Villager Fall mit halt. Brot. Auf jeden Genau. Fall Brot. Hast Braucht man du dafür. Brot? Nein, jetzt gerade habe ich kein Brot. Schade. Weil ich Kann auch mag nicht. Brot. Ich kann auch nicht immer Brot einstecken haben. Nee, kannst nicht. Nee. So, dann muss ich mal ganz kurz hier eine Schiene kurz abmachen. Die werde ich dann ausgehend wieder ranmachen. Weil das hier Gibt's ja wohl nicht. schöner Warum gemacht haben. wachsen? Wir machen das jetzt hier erstmal nur als Orientierung, würde ich sagen. Ne? Ja. Den anderen Zaun dafür können wir dann abreißen. Ne? Wo jetzt ist schon unsere Hauptmarkierung ist, der wird dann abgerissen. Genau. Und ja, das weiß ich nicht. Ein Stück. Ey, das scheppert bei mir an den Fensterscheiben heute so extrem, ey. Das kann ich Bei erzählen. mir geht eigentlich gerade. Ey, bei mir scheppert das bei mir ganz schön, ey. Naja, wenn es kaputt geht, dann ist kaputt. Kann ich es wohl nicht ändern. So. So. So, dann habe ich mir überlegt, ich werde mich da so ein Stück uns mal in den Berg hineinbauen hier. So, ein Stück. Natürlich, du hast zu wenig Zäune gemacht. Ich habe ganzen Holz, ganzen Wald abgeholzt. Nur Zäune hergestellt, ey. Na, zu wenig. Ja. Aber ich sehe es bei mir auch schon. Wenn du willst, kannst du ja schon mal neue Zäune Ja, noch habe herstellen. ich. Ich habe selber kein Holz mehr. Haben wir ja alles damals verbaut gehabt. Ja, musst du Das farmen Problem. gehen, musst du farmen gehen, Benni. Ja, ich tue jetzt Benni einen Gang in den Berg reinbauen und das werden wir dann alles abbauen dann, nach und nach dann. Ja. Und dass das unser neues Territorium wird im Internet, ne? Tue ich Ja. schon ein Stück im Berg reinbauen, dass das ungefähr quadratisch ist dann, ungefähr, Pi mal Daumen. Freie Schnauze. Würde sagen, das reicht. Bin ich denn eigentlich gerade? Und jetzt mal hier lang hier. Ach so, ich muss noch ein ganzes Stück.
Himmel, Herr Jemini. Immer, Herr Jemini. Genau. Ja, die Woche Sonntag kommt das 2-Stunden-Special. Genau. Nee, nächste Woche. Wenn du musst eine Woche weiterdenken, wenn wir mal aufnehmen. Ah, stimmt, ja. Genau. Wie gesagt, Du, heute habe ich es nicht so mit Denken. alles gut. Wie gesagt, das Video kommt ja am Montag hier, ne? Auf meinen und auf Benny seinen Kanal. Ne? Schaut gerne beim Benny vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Perspektive von Benny euch mal anschauen. Genau, andersrum natürlich genauso. Ja. Und genau, dann kommt am Sonntag dann das 2-Stunden-Special-Video. Und wir können jetzt schon mal sagen, nein, es wird kein 3-Stunden-Special-Video kommen. Ab da an haben wir uns überlegt, werden wir dann eventuell Livestreams machen. Genau. Also Folge 30, Folge 40, Folge 50 und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber man sieht schon, die Woche schon 20 Folgen, Alter, Falter, du. Das ist, ja. Ist schon ordentlich. Ja. Toll, hier ist Wasser. Das ist ja super, dass hier Wasser ist. Ja, ich muss mir auch schon durch Wasser durchbauen. Na komm, hoch hier. So. Ich komme hier auch raus, wo Wasser ist, ja. Das ist super. Wollen wir mal. Ich werde hier mal eine Fackel ranmachen, dann wissen wir ungefähr wo. Ach, warum eine Fackel? So, hier eine Fackel und dann werden wir hier Zaun machen. Na, komm, komm. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Ah, ich habe keine Zäune mehr. So, dann werden wir mal schnell wieder den Wald abholzen und dann. Geht's weiter. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo du geendet hast. Hinter der Bahnschiene. Unter der Bahnschiene. Gut. Hinter. Jo. So. Zack. Also nicht wundern, ich habe ja öfters mal Frame-Probleme im Wald. Ja, aber das ist normal. Das ist, weil so viele Bäume auf einem Haufen sind. Genau. Das legt sich dann natürlich auch wieder, sobald ich hier fertig bin. Ja, meistens, also bei mir ist es schon so bei der Hälfte. Ja, immer unterschiedlich. So ungefähr zumindest, weißt du. Also es ist nicht nur für euch so langsam, es ist selbst auch für mich so langsam, dass es so leckt. Es ist wow, Frame-Probleme eher gesagt. Die habe ich leider immer. Zumindest welche im Wald bin. Staune, was das hier für Krater sind, ey, die wir hier haben. Ja. Hat er toll gemacht, das schon jetzt hier. Habe ich auch toll So. gemacht? Ja, ich meine, das bei mir gerade nur sarkastisch, Benny. Ach so. Ja. Aber alles gut. Warum? Was hast du denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich habe alles zugemacht, nur nicht das Loch, was ich wirklich zumachen wollte. Tja. Was sagt ihr? Der Profi ist am Werk da. Der Profi. Ja, klar. Hinter den Bahnschienen. Jetzt muss ich mal gucken, wo bei dir da die Bahnschiene ist. Ja, auf einmal die ganze Strecke nach. Na, ich glaube, ich sehe es da hinten schon. Die ich schon gelegt habe. Ja, weil. Ja, das ist gut so. Dann werde ich dann schon mal anfangen, in die Berge einzubauen. Und irgendwo da hinten am Ende werden wir ja rauskommen. Hoffentlich. Irgendwo. Irgendwo. Du sagst das. So. Das noch weg. Ich sehe nichts hier. Ist alles dunkel. Also Leute, nicht wundern, in diesem Wald habe ich immer Frame-Probleme, immer.
Das ist halt, wenn es zu viel ist und dann, ja, alles sammelt man ja nicht immer auf. So schlimm bei dir, ey. Manchmal ja. Manchmal ist es wirklich schlimm. Je Mir nachdem. hält sich das wenigstens in Grenzen, also. Auch es geht, manchmal, manchmal ist es schlimm. Also es läuft nicht flüssig, aber es. Ja, flüssig laufen tut es auch gerade nicht, aber man kann, Es ist es hier geht. Man kann nur spielen. Wasser, Alter, ey. Mann. Warte Man, mal, wie es ist spielbar. weit geht denn das Sagen wir es noch? so, es ist spielbar. Das ist spielbar, genau. Schaffst du es nicht schlafen zu gehen? Natürlich. Perfekt. Benni, wir nehmen den See hier noch mit, ja. Ich tue noch schnell rumbauen hier. Ich habe gerade keine Ahnung, welchen See du meinst. Einfach da zurückkommen, wo du aufgehört hast. Dann müsstest du wissen, welchen ich meine. Ja. Eigentlich. 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 Aber eigentlich ist auch eigentlich gar kein Wort, ne? Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Man muss immer hier durchbauen durch den Berg hier. Also ich zumindest. Ich mach den jetzt fertig auch noch Zähne mit. Du willst alles bearbeiten, was ich hier gesammelt habe. Alle schönsten Zähne hier verarbeiten. Digga. Was ist Erde hier oder was? Ich sehe nichts. Ah, ist Erde. Erde, 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 Erde. Das war's auch Aber schon jetzt für erstmal heute. irgendwie hier alles weg. Ich brauche mehr Platz. Also ich habe jetzt schon mal ein paar Stacks. Schon mal gut. So, perfekt. Aber es wird definitiv nicht reichen. Nein, Aber ich bin sowieso auch nicht. noch nicht fertig. Noch bin ich nicht fertig. Noch. Noch nicht. Ach, Mann. Mensch, Jenko. Einmal Konzentration hier am Arbeitsplatz. Wieso, was ist denn jetzt so? Immer nur Scheiße hier. Ja, das ist sowieso immer, aber Ach, dein Bullhund. wo liegt denn jetzt das Problem? Kann nicht richtig Stufen, also ach, Stufen sag ich denn. Kann nicht mal reden heute, ja? So. Ja, das ist mir klar, aber wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass ich das Problem bin, weißt du? So musst du dir es vorstellen. Ach so, Ich na bin dann. das Problem, ja. Wenn es nichts weiter ist. Nee. Heute ausnahmsweise mal nicht, Benito. Also ich tue jetzt auch alles, was ich an Holz habe, ich tue ich auch noch gleich mit verarbeiten. Jo. Na gut, so viele Zähne brauchen wir jetzt ja nicht mehr, aber. Ach, du sagst das mal nicht so laut. Ja, ich habe hier fast alles zusammengefügt. Sag das trotzdem mal nicht so laut. Oh, wir wollten es ja mal zweimal bauen, davon abgesehen. Das noch weg hier. Na, manchen Stellen habe ich sogar mehr als nur zweimal hochgebaut. Ja, ist ja richtig so. So, mein ganzes Inventar ist eigentlich fast nur noch voll mit Holz. Also mit, ja. Ja. Gucken.
So, mein ganzes Inventar ist fast nur voll mit, ja, Zellen. Perfekt. Ratenschaufel habe ich hier mitgenommen. Ach, stell dir mal. Bin ich ja bei meinem Haus, geht mir auf die Nerven. Was? Ach, es sind sogar zwei. Was? Zwei Zombies? Spinnen. Ach, das Spinnen. Weg damit. So, wissen wir. In der Nähe. Ganz kleinen Moment, geht gleich weiter. Hier ist die Markierung. Durchbruch hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja. Guck mal, ich die finde. Ach, halt bitte in die Richtung. In etwa. Na, ich laufe jetzt eigentlich bloß den Zaun entlang. Genau. Und dann einfach folgen, wo ich mich reingebaut habe, ne? Genau. Und dann müsstest du mich eigentlich gleich finden. Welchen Berg hast du nicht reingebaut? Ach, halt eine Richtung. War ja gerade schon wieder bei der Wüste. Also. Ja, nee, da bin ich nicht, Benny. Ja, danke, habe ich auch gerade festgestellt. So. Gut. Sand. Bist denn du? Ich habe gesagt, du sollst da beginnen, wo du warst, und dann einfach weiterdenken. Ja, trotzdem ist der Sand im Weg. Ach, hier ist Wasser. Alter, wo ist denn der Junge hingelaufen? Ich bin hier deinem Weg weitergelaufen. Ach doch, von der anderen Seite doch nicht, Junge. Ich dachte, ich habe gesagt, ich bin jetzt da, wo du bist, und lauf von dort aus, wo du angefangen hast, Alter. Werden wir uns nicht treffen, wenn wir einen Kreis laufen dürfen. Drehst du um oder soll ich umdrehen? Ach, jetzt kann ich hier schnell weiterlaufen. Ist doch nicht mal weit. Naja, ich bin auch wieder gleich da, wo du angefangen hast, deswegen. Na gut. Einfach mal schnell querfeldein, ja. So. La la la. Ja, bleib ruhig, ich bin gleich da. Nee, ich laufe hier Hoffe oben nur ich. am Zaun entlang, alles gut. Wo bist denn du? Ich bin Ich jetzt gleich da, wo ich angefangen, wo ich eben geendet habe. Ja, da bist du ja. hier bin ich. So. Siehst du, ich Genau. habe übrigens schon meine zwei hochgebaut. Ja, Entschuldigung, ich dachte, dass ich nicht so viel Holz einstecken hatte. Und wir nehmen hier den Teich noch mit, Benny, ja? Deswegen habe ich jetzt hier so einen Bogen gemacht. Du hast mir, ich habe die Zelle verbaut, die du mir gegeben hast. Ja, wie gesagt, aber es war mir schon von vorne klar, dass es nicht reichen wird. Weißt Ja. du? Deswegen habe ich jetzt noch nicht zwei hochgebaut. Eine Fresse, komme ich hier nicht rüber oder was? Alter, Komm her. Da kann ich auch machen. Oh, das geht schneller. Du, ich bin noch nicht fertig. Scheiße, mein Inventar ist voll, warte. So, das raus und das kommt auch noch raus. Das brauche ich auch nicht mehr. Das kann auch weg und das kann auch weg. Das Ich brauche weiß ich auch nicht, was nicht du für mehr. Probleme hast. Ich bin Das. hier reingekommen. Blablabla. So. Ja, gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur dann hier zwei hoch machen. Genau. Ne? So, aber ich würde sagen, dann werden wir offscreen machen weiter. Genau. Sonst wird es zu langweilig. So, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es uns ganz gerne wissen im Däumchen nach oben. Ach, schaut Genau, doch wieder beim nächsten Mal vorbei. würden uns sehr freuen. Oh, genau. Und vor allem schaut beim Fred-Henko vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr gerne mitmachen wirken wollen würdet bei dem Projekt, unten ist ein Discord-Server von uns verlinkt. Genau. Da könnt ihr drauf gehen. Und ja, dann könnt ihr euch darüber bewerben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich bin raus. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, auch von mir. Bis dann.